Hallo und herzlich willkommen bei GunTech Austria. Im heutigen Video geht es um das Hammerli TAC R1, eine AR-15 Plattform im Kaliber 22LR. Wir haben auf der Hinterseite eine verstellbare Schulterstütze, welche eine QD-Aufnahme bereits integriert hat. Selbiges finden wir am Vorderschaft. Die Sicherung ist auf der linken Seite. Wir haben einen Single-Action-Abzug. Magazine sind verfügbar in 10, 20 und 30 Schuss. Durchladen kann man die Waffe wie jedes Standard AR-15. Die Waffe verfügt auch über einen Bolt-Catch. Das bedeutet, nach dem letzten Schuss bleibt der Verschluss offen. Auf der Oberseite der Waffe haben wir eine durchgehende Picatinny-Schiene, auf welcher ich ein Hawk Prism Sight mit 6-facher Vergrößerung montiert habe. Am Vorderschaft haben wir links, rechts und auf der Unterseite M-Lock-Aufnahmen. Hier habe ich bereits eine Lampe und einen Foregrip montiert. Der Lauf der Waffe ist 409 mm lang und hat an der Mündung ein 1/2 Zoll 28 Gewinde. Out of the box haben wir hier bereits eine Mündungsbremse montiert, könnten aber bei Berechtigung auch einen Schalldämpfer montieren. Der Verschluss ist ein Masseverschluss und kann über eine Feder angepasst werden, je nachdem welche Munition man verschießen möchte. Hier muss der Pin von links nach rechts rausgedrückt werden und dann der Upper Receiver gebrochen. Hier sehen wir nun die Madenschraube, welche bei starker Munition reingedreht oder bei schwächerer Munition rausgedreht werden muss. Im Grunde wird hier nur die Federspannung, was auf dem Verschluss wirkt, beeinflusst. So kann man beinahe alle Munitionssorten schießen. Und nun zum Schusstest.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Like, Kommentar oder ein Abo da. Und bis bald bei Ganzeck Austria. Bam, bam, bam.